Ohrgeräusche, der sogenannte Tinnitus, aber auch Hörstürze beschäftigen viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft, vielleicht auch dich. In diesem Video geht's um eine Person, nämlich Lukas. Und Lukas hatte auch einen Hörsturz und wir haben es über eine Nährstoffversorgung hinbekommen, seinen Tinnitus so weit zu reduzieren, dass er ihn heute gar nicht mehr wahrnimmt. Wie das geht, beschreiben wir dir in diesem Video. Lukas ist 36 Jahre alt und in seinem Leben hatte er schon 3 Hörstürze. Außerdem hatte er ein permanentes Piepen im Ohr, einen sogenannten Tinnitus, der ihn fortwährend abgelenkt hat, dass er sich nicht richtig konzentrieren konnte und dass er immer wieder beeinflusst wurde über dieses ständige Piepen im Ohr. Er kam zu uns und wir stellten ihn erst einmal auf den Kopf über eine ausführliche Untersuchung und ein Gespräch. Und da ist uns aufgefallen, dass seine Blutwerte immer nur sehr oberflächlich untersucht wurden. Und wir haben ihn dann losgeschickt, weil der Nährstoff Vitamin B12 für die Markscheide des Nervs, also die Ummantelung eines Nervs, eine große Rolle spielt, ihm seinen Vitamin B12-Spiegel einmal untersuchen zu lassen, aber auch gleichzeitig seinen Magnesium-Spiegel. Denn er war insgesamt, auch was seinen Muskelspannungszustand betrifft, auffällig, auch was seinen faszialen Zustand betrifft, auffällig, aber auch nervale Symptome brachte er zusätzlich noch mit. Das bedeutet, er ist zu seinem Arzt gegangen, hat mit ihm kommuniziert, dass er diese Werte gerne untersuchen lassen würde und siehe da, ein Magnesiummangel und sogar ein leichter Vitamin B12-Mangel sind herausgekommen. Wir haben das angepasst und über die Einnahme von Vitamin B12, aber auch gerade von Magnesium, er hat 300 Milligramm pro Tag genommen und das innerhalb von 2 Dosierungen, einmal morgens, einmal abends, 150 Milligramm. Du kannst das, wenn du Beschwerden hast, auch noch höher dosieren. Allerdings musst du dabei aufpassen, dass auch bei geringeren Mengen, wenn du 300 Milligramm auf einmal nimmst, du auch mit Durchfall reagieren kannst. Also da sei bitte vorsichtig. Deswegen haben wir es mit Lukas so gemacht, dass er 150 Milligramm morgens und 150 Milligramm abends genommen hat. Und diese Einnahme von Vitamin B12 und Magnesium war für Lukas wirklich die Lösung. Denn seitdem hat er keine Ohrgeräusche mehr. Nur ganz leicht an manchen Stellen, wenn er von seiner Arbeit her mehr in den Stress geht. Er kann sich da aber wieder herunterfahren und es hilft ihm wirklich sehr. Bisher hatte er noch keinen weiteren Hörsturz, ist darüber sehr, sehr glücklich und das nach insgesamt jetzt einer Einnahme von 8 Wochen. 8 Wochen Vitamin B12, 8 Wochen Magnesium gleichzeitig in der Dosierung, wie wir es dir schon geschildert haben. Das sind 2 Nährstoffe, die sehr entscheidend sein können, weil Magnesium nicht nur auf die Muskulatur, sondern auch auf den Spannungszustand von Blutgefäßen wirkt und gleichzeitig auch für das Nervensystem eine Bedeutung hat. Das waren die Punkte, die Lukas weitergebracht haben. Hinzu kommt, wenn du unter Ohrgeräuschen oder einem häufigen Hörsturz leidest, dass du vielleicht noch an Ginkgo denken kannst, auch die Vitamine A, C, E, vielleicht auch noch Zink. Das sind Punkte, die du vielleicht nochmal mit deinem Arzt ansprechen solltest oder du angehen solltest, dein Blut einmal da zu untersuchen. Denn diese Mängel sollen oder müssen ausgeglichen werden, bevor du eine Aussage darüber treffen kannst, dass es eben nicht an diesem Nährstoffmangel liegt. Also da schicken wir dich nochmal auf den Weg, dieses Video als Impuls zu nehmen, loszugehen und deine Vitamine und Spurenelemente untersuchen zu lassen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da bzw. einen Daumen hoch, dann sehen wir uns garantiert auch schon im nächsten Video wieder.